Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Medium. Ja, ich habe ein bisschen meine Gedanken geordnet, aber bin noch nicht sonderlich weiter, was das mit dem Ganzen auf sich hat. Aber ich denke, wenn wir weiter gucken, dann finden wir es raus. Und wie immer, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, ja, auf geht's. Das rote Haus. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht hier, falls hier irgendwas kommt, dass ich nicht um mich schlage. Wild um mich schlage und irgendwas kaputt mache. Was ist das hier? Hier geht es nirgends weiter. Aber da sieht es aus, als würde es weitergehen. Gibt's hier? Ah, hier gibt es was zu entdecken. Eine Postkarte des Hausmeisters. Es hört nicht auf. Hallo, mein Sonnenschein. Bin hart am Arbeiten, wie immer. Mr. Rekovic sagt, es werden keine weiteren Gäste kommen. Aber das ist schon in Ordnung. Ich kann ihm immer noch bei vielem behilflich sein. Ich wünschte nur, es wäre ruhiger. Warum hört es nicht auf zu reden? Ich wünschte wirklich, ich könnte dich sehen. So, das war so eine Telefonzelle. How is he? Now don't put him on. I'm still at work. Just tell me if he's okay. All right. Tell him I'll be back soon. This one felt subdued. Like if someone lit a match in a giant freezer. Okay. Es hat sich gerade irgendwie angehört wie so Schritte hier in der Nähe, aber vielleicht waren wir das auch selber. Reclaiming History. Eine Festung von großer historischer Bedeutung aus dem späten 19. Jahrhundert wird demnächst renoviert und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Die Arbeiten werden voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen und bis 1983 dauern. Ich wusste, dass irgendwas passiert in der Richtung. Ne? Hätte mich aber. Oh, da hinten brennt ein Feuer. Ja, dann gehen wir dahin. Hallo Krähe. Was bist du? Die mich gerade erschreckt hat? Hier ist noch mehr. Niwa. Naturpark Niwa. Der Naturpark Niwa wurde durch die Großzügigkeit der Regierung der Volksrepublik Polen gegründet. Na schön, dann gehen wir. Oh, da ist noch was. Und da liegt noch was. Educational Trail. Der Themenweg. Noch eine. Oh. Jo. Armes Ding hieß das. Mein Liebling, habe ich jemals Lilian erwähnt? Die Tochter von Mr. Rekovic? Sie ist heute 16 Jahre alt geworden. Das arme Ding konnte wegen ihrer Krankheit nicht mal ihren Geburtstag richtig feiern. Sie erinnert mich jedenfalls etwas an unsere Anna. Bei ihr ist es nächsten Monat soweit, nicht wahr? Ich wünschte, ich könnte da sein, aber Mr. Rekovic braucht mich hier. Ich muss bleiben, ihm helfen, so wie er mir geholfen hat. Ich liebe dich, F. Entschuldigung, ich kann es nicht lassen. So, es gibt zwei Wege. Und wo führen die It hin? sounded familiar somehow. Something from my early childhood, maybe. Was it even a place? Or something else entirely?
Rare Tree Exhibit. Da ist eine Ausstellung und der Landscape Trail. Oh oh. Geht's da drüben vielleicht gar nicht weiter? Da hinten ist auch schon das Feuer. Würde mir gerne nochmal die andere Richtung angucken. Vielleicht geht's da ja auch gar nicht weiter. Dann hätten wir wohl was verpasst. Immer schwieriger. Meine Liebste, es wird immer schwieriger, es zu ignorieren. Das Schlimmste ist, dass alles anfängt, Sinn zu machen. Dieses Mädchen, das arme Mädchen, eingesperrt wie ein Tier. Kein Kind sollte so leben müssen. Ist sie wirklich so krank? Mr. Rekovic sagt, es ist zu ihrem Besten, aber langsam mache ich mir Gedanken. Ich wünschte, ich könnte dich wiedersehen. Ich liebe dich so sehr. Dein F. Kippenstummel. Sonst aber nichts. Ja, ich würde... Oh, ich habe irgendwie die Befürchtung, dass... Ah, wobei... Ach. Okay, gut. Wir kommen an der gleichen Stelle raus. Hier müsste gleich der große Baum. Ja. Okay. Very good. Dann können wir das schon mal hinter uns lassen. Ah, da habe ich gerade schon gesagt, dass das Feuer brennt, aber da brennt es. Die Musik irritiert mich aber ein bisschen. Noch ein Rabe. Ist irgendwas? Nö. Scheinbar nicht. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen unter der Brücke durch, scheinbar. Oder war jetzt... Da lag jetzt auch nichts rum. Ich dachte, vielleicht liegt da was. Hm. Das geht schon noch. Geht schon noch. Das können wir nachher mitnehmen auf dem Motorrad und... Ich habe nichts gesagt. Klingt auch wie eine Sirene im Hintergrund. Hm. Hier ist noch mal eine. Wollen wir das wissen? Was das war? Out of me, little buddy. What you got there? Oh, hey, wait. Ja, ich komm schon. Der Vistula River Camping Spot. Der will, dass wir wohl zum Camping Spot kommen. Aber das tun wir nicht. Denn wir tun nie, was man von uns verlangt.
Aber hier ist noch was. Ja, ja, ich komme gleich. Ja. Geflüster in der Dunkelheit. Ich bin's. Ich muss es sein. Sie ist da unten, allein, verängstigt. Kann sie jetzt die ganze Zeit hören? Sie? Ich muss es sein? Sie flüstert, sie schreit. Lass mich raus, lass mich raus. Er versteht nicht, er will nicht verstehen. Vielleicht ist er nicht der, für den ich ihn hielt. Ich muss es ihm zeigen. F. Ja, ja, ich komm. Ja, ja. Komm schon. Mm-mm. Ja, Mr. Hundefreund. Wem gehört der Fuß zum Schuh? So, there I was, following my new best friend, hoping he wasn't as lost as I was. I remember thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. Oh oh. Oh no, da ist ein Spiegel. What is it, boy? You want to show me something? Aber können wir? Shaving tools. Ah, okay. Towels. Grease. Everything an elegant Sasquatch needs. What's wrong, buddy? Oh, let's see what we got here. Yummy. There you go. Eat up, champ. There you go, buddy. Scheißhaus hier. Alles super. Schaufel. Ja, ich komm. Ich weiß schon, du hast eilig und so, ne? You catch a scent? Hey! Anyone in there? What's wrong, boy? Is someone in there? I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I stay? Why did I let it out? They're all dead. Because of me. What the hell? And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You all right in there? You shouldn't be here. I can see you. And that means it can see you too. What else did you expect, Marianne? Okay, was ist da drin? Oh. Ist das der Hausmeister? Ja, scheint so. Der hat hier noch Karten. Bedauern. Ich wollte nur, dass sie die Sonne sieht. Es tut mir so leid. F. I think that's him. After they closed down the resort, Francis. Did he just stay behind? What is it, boy? Was he your friend? Sind alle tot, außer der Chef in der Mitte. Der ist Mr. Rekowitz. Rekowitz? Hab ich Rekowitz? Egal. Rekowitz. Mhm. Das ist der Hausmeister. He looks drained.
rotted out from within. Just like those animals I saw earlier. Okay, aber was genau hat ihm und den Rehen und Hirschen das Leben ausgesaugt? Easy boy. What is it? Oh God. It's that thing again. No! Stay! Francis, I warn you, the villain I outgrew him. Warn him out. I warn you out. Laughing fibs. Not anymore. But you would last. Wouldn't you, special, special girl? Stay the fuck away from me! Let me draw you on. Fucking broken record. Fuck. Hab ich's doch richtig gesehen? Wir müssen wegrennen. Ich hasse das, verfolgt zu werden. Möchte doch nicht Hautbeutel genannt werden. Ich darf gar nichts mehr. Don't leave me here. Oh. Did I lose it? Gott, ich glaube, das war auch verdammt laut. Oh, wow, dieses ständige Hin und Her hat es nicht einfacher gemacht. Wer möchte denn gern Hautbeutel genannt werden? In so einem überdimensionalen Fledermaus-Mann-Arsch-Gesicht. Dachte ich schon, hier liegt was für uns. Okay, hier ist nichts. Was zum Balancieren. Check. What? Who's there? Sieht aus wie Check. No risk. This isn't real. I can't be. Haben wir schon Spuren gesehen? Wo kommen die denn her? Okay. Lässt es mich jetzt dahin? Is that? No. It can't be. Das ist doch genau die Krawatte von Jack. Mal wegschieben.
Was hast du mir angetan? You're not him. You're not him. Verarscht das Fledermausviech uns jetzt? Ja, da war gerade ein Schatten. Das war sehr Fledermaus, Mann. I've helped you pass on. I shouldn't be here, Marianne. It's all your fault. Jack? Das sind Dinge, die... It's too late, Marianne. It's all over. Das würde doch Jack niemals zu uns sagen, oder? Ich meine, so freundlich, wie wir den aus der ersten Folge in Erinnerung haben. In me. What did you do? You sent them away. Oh Gott. Oh Gott, was... Oh Gott, wir müssen noch Sachen machen. Der ist jetzt hier durch. Ja, okay. Der hat uns... Aber was können wir denn... Nee, wir können die doch da nicht hinschieben. I've helped you pass on. Vielleicht habe ich mich auch damit aufgehalten und hätte weiter einfach gleich zu dem Schloss sollen. It's all your fault. Jack? It's too late, Maria. Wissen wir das? Nee. Ich mach das jetzt einfach mal nicht. In me. In me. What did you do? You sent them away. Oh Gott. Nochmal. Nochmal, weg, durch da, raus da, schnell! Hä, warum hat uns der jetzt bekommen? Hä? Aber wir konnten doch vorher den Betonmischer nicht davor schieben. Sent me. I've helped you pass on. I shouldn't be here, Marianne. Das ist aber komisch. Ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, dass wir diese Betonmischer nicht dahin schieben konnten. Jack? It's too. In me. In me. What did you do? You sent them away into the dark. Oh
Don't call me from home. Move your ass. Okay. Alles klar. Das war's. Alles klar. Wegziehen, das Ganze. Ich habe aber auch nicht gesehen, dass man da, dass das die ganze Sache hier abstützt, diese Betonmische. Hier noch das Schloss öffnen. War hier noch irgendwas in dem Raum? Nee. Dann mal schnell weg hier. A generator. Wonder if it still works. Of course it doesn't. I think it's out of gas. Locked down tight. I think there's a lever missing. A lever? Hier ist schon mal Benzin. Hier ist schon mal Benzin und dann brauchen wir noch irgendeinen Hebel. Das sieht ganz gut aus. Come on, Bolt. Don't fail me now. Don't fail me now. Fuck, that was loud. Fuck. Die Richtung nicht, aber dann wohl hier lang. Wo denn? Wo war das? Weil ich dich nicht leiden kann. Kann dich einfach nicht leiden. Okay. Oh Gott, ich will doch da gar nicht raus. Das klingt ja toll. Du es lieber nicht. Ja, pass lieber da auf, was da passiert ist, ne? There. That's my way out. Not with that thing in my way.
Nein. Did you send him here? Why, oh why? Something nasty. Brauchen einen Hebel. Okay. Da liegt was. Da liegt was Brauchbares, glaube ich. Ja, das sieht aus wie ein Hebel. At least this could come in handy. Mhm. Ah. Licht. Mit dem Benzinkanister schneiden wir die Kette durch. Wo können wir das Ding auftanken? Benzin rein. War das gut, das jetzt schon anzuschalten? Ja, okay, ja, klar. Viel zu dem Thema. Naja, haben wir den hoffentlich erstmal los und wir gucken weiter, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.